Digitalwerkstatt zum Thema Programmieren für Kinder, digitale Kompetenz fördern. Wir sind die Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Für alle, die uns nicht kennen, stellt uns noch mal kurz vor. Wir sind eine Initiative vom Familienministerium, ARD, ZDF, TV, Spielfilm. Und wir sind ein Medienratgeber und versuchen, Familien mit Kindern zwischen 3 und 13 dabei zu unterstützen, dass sie Medienkompetenz lernen oder medienkompetent auch werden. Heute noch dabei ist einmal unser Mediencoach Frau Schulz und noch Falk Köppel von der ARD Digitalwerkstatt. Frau Schulz, wollen Sie noch kurz was zu sich sagen? Genau, also schönen guten Abend auch bei mir in die Runde. Ich bin, wie gesagt, Mediencoach bei der Initiative Schau hin und kümmere mich da um die Elternfragen, die anfallen, und bin auch präsent auf Veranstaltungen, wo tatsächlich dann Eltern auch vor Ort sind, beziehungsweise wo wir auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Super, vielen Dank. Und Sie, Herr Köppel, wollen Sie auch noch kurz was sagen? Ja, mein Name ist Herr Köppel, bin Informatiker, habe Informatik in Berlin studiert und war auch lange Softwareentwickler. Darf jetzt ein Team bei der Haber Digitalwerkstatt leiten, was sich hauptsächlich damit beschäftigt, für Kinder zwischen hauptsächlich 6 und 12 Jahren digitale Bildungsangebote zu schaffen, wie Workshops, Kurse, Schulangebote und so weiter. Super. Wir fangen kurz mit einem kleinen Video an zum Thema Programmieren von der Haber Digitalwerkstatt. Und dann erzählt Falk Köppel kurz was zum Programmieren, und von Frau Schulz bekommen wir Tipps und dann auch noch ein paar Links, und dann, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne fragen und versuchen, alles zu beantworten. Technologie geht nicht mehr weg. Also es gab niemals in der Geschichte einen Technologierücksprung, sondern es ging immer weiter. Und so wird es auch jetzt weitergehen. Das heißt, wir müssen, ob wir das wollen oder nicht, uns mit Technologie beschäftigen. Wir müssen jung anfangen, müssen am Anfang des Lebens anfangen und nicht dann, wenn man schon all diese Sachen irgendwie auf sich draufgeladen hat, die dann erstmal alle wieder weg müssen, bevor man lernbereit ist, sondern dann, wenn eigentlich noch so die volle Neugier und Lebensfreude vorhanden ist. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass sich Kinder aktiv und selbstbestimmt in ihrer Welt bewegen können. Und in einer Welt sozusagen, die eben zunehmend auch von digitalen Technologien geprägt ist, gehört es natürlich auch dazu, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, neue Kompetenzen zu entwickeln, die sie benötigen, um sich da zurechtzufinden. Wir starten erstmal analog, das heißt, wir haben unseren kleinen Roboterhelm, den wir manchmal aufsetzen, und dann spielen wir so lustige Spiele wie Programmiere den Trainer, und dann bauen wir ein Labyrinth auf und dann müssen die Kinder den Trainer-Roboter programmieren durch das Labyrinth. Hier, was ist der letzte Befehl? Und? Aufheben. Jetzt kann er aufheben. Sehr gut. Bei uns lernen Kinder das sogenannte Computational Thinking, sprich, wie funktioniert eigentlich ein Computer, wie denkt ein Computer, wie denkt ein Roboter und was bedeutet es eigentlich, einen Roboter zu steuern. Da ist kein Männchen im Gerät, sondern das ist tatsächlich von Menschen gemacht, und das kann ich auch. Das ist uns ganz wichtig. Und was wirklich das Tolle ist, ist das positive Feedback von alleine, was kommt, dass Eltern sagen, ganz ehrlich, das ist großartig, was ihr da macht. Und bitte macht weiter und mehr, und zum ersten Mal verstehe ich, dass wir unsere Kinder da wirklich ermutigen sollten, diese Welt zu entdecken. Neben dem Umgang mit Technologie legen wir sozusagen großen Wert auf die Vermittlung bestimmter Metakompetenzen. Ein Beispiel ist sicherlich die Problemlösekompetenz, mit der wir sehr viel zu tun haben. Das heißt, man programmiert etwas, es funktioniert nicht. Ist jetzt erstmal sozusagen leicht, natürlich frustriert zu sein und zu sagen, naja, ist kaputt, funktioniert halt nicht. Dann beginnt sozusagen unsere Arbeit, die Kinder zu ermutigen, sich weiterhin damit zu beschäftigen, ein bisschen genauer hinzugucken, herauszufinden, warum etwas nicht funktioniert. Ja, und dann auch einen anderen Weg zu finden, damit es dann funktioniert. Man kann auch in der Programmierung, ganz ähnlich wie in der Sprache, ganz kreativ die Lösung entwickeln und auch auf verschiedensten Wegen zu der Lösung kommen, die man möchte. Und da sehe ich dann eben immer wieder Kinder, die Lösungen finden für Rätsel oder Programmieraufgaben, die mich total überraschen. Ich denke, ach, guck mal,
die schönsten Momente sind für mich wirklich, wenn Kinder ihren Eltern präsentieren, was sie in einer Woche Feriencamp bei uns gemacht haben. Weil die Eltern immer wieder staunen und sehen, Mensch, hast du hier wirklich was programmiert? Und das hast du gemacht? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und Kinder sind so stolz und die Eltern eben auch. Die Digitalwerkstatt macht mich glücklich, weil ich das Gefühl habe, dass wir Kindern da etwas beibringen, was sie nirgendwo anders lernen. Wir wollen ein Katalysator für dieses Thema sein, wir wollen es in die Köpfe bringen, wir wollen es gesellschaftsfähig machen, aber dann muss Deutschland irgendwann übernehmen und da arbeiten wir eben auch dran, dass ein Funke überspringt und sich ganz viele irgendwann sagen, so, es ist keine Frage mehr ob, wir müssen jetzt nur noch lösen, wie. Ja, wollen wir mal einfach gleich anfangen. Warum sollten denn Kinder programmieren lernen? Ja, genau. Also ich glaube, das Video hat es schon ganz gut eingeleitet und das auch schon ganz gut zusammengefasst. Und so ein bisschen den Rahmen gesetzt. Erstmal, glaube ich, sollten wir klären, was Programmieren überhaupt ist. Ich denke, die einfachste Erklärung ist es, dass man beim Programmieren irgendeinen Ablauf beschreibt, sodass das dann ein Computer ausführen kann. Gut, irgendein Ablauf, das Ganze nennt man dann meistens einen Algorithmus, also irgendwas, was einen Anfang und ein Ende hat und was auch erreichbar ist. Und was sozusagen so Schritt für Schritt gemacht werden kann und was man eben wirklich beschreiben kann und wofür es sozusagen eine Anleitung wie eine Art Backrezept oder sowas gibt. Man braucht dazu dann Befehle, die sind relativ spezifisch, also je nach Maschine, je nach was man dort programmieren möchte oder je nachdem, was einem da helfen soll, braucht man halt verschiedene Befehle und nicht jedes Telefon versteht die gleichen Befehle wie vielleicht ein Roboter, der Autos zusammensetzt. Ja, und daran ergibt sich eben, welche Befehle man benutzen kann. Und man muss es natürlich auch irgendwie kennenlernen. Man muss halt lernen, welche Befehle es gibt. Man muss es auch ausprobieren, um zu sehen, was machen diese Befehle überhaupt, was passiert da. Meistens simuliert man das dann oder guckt sozusagen, was die Maschine dann macht. Oder man hat kleine Programme, in denen man das super schnell testen kann. Und so einen Satz an Befehlen, das nennt man dann eine Programmiersprache. Also wenn ich zum Beispiel ein Telefon programmieren will, dann hat das meistens eine bestimmte Programmiersprache, die eben aus bestimmten Befehlen zusammengesetzt ist, die dann das Telefon zum Funktionieren bringen. Es gibt auch Programmiersprachen, die sind dann deutlich größer und umfangreicher, so eine Art allgemeingültigen Programmiersprachen, wie zum Beispiel so Java oder Ruby, die hat man vielleicht schon mal gehört, oder Python ist irgendwas ganz Modernes zurzeit. C kennen die meisten, wird auch C++ eine Weiterentwicklung, was dann auch so für die Spieleentwicklung genommen wird. Da gibt es halt verschiedene Sprachen, die unterschiedlich mächtig sind, mit denen man unterschiedlich genau programmieren kann und die ja auch manchmal unterschiedlich schwierig sind. Und gerade für Kinder ist es halt so, dass es vereinfachte Formen von diesen Programmiersprachen gibt, die dann eben sogar auch schon für Kinder benutzbar sind, die leichter verständlich sind, manchmal sogar nur auf Symbolen basieren, wo man noch gar nicht groß lesen können muss, sondern eigentlich nur durch Ausprobieren und ja, vielleicht durch Erkennen der Bilder ungefähr schon mal erahnen kann, was dann passieren kann. Ganz wichtiger Aspekt beim Programmieren ist auch dieses Debugging, ein Begriff, das bedeutet, oder der sozusagen bedeutet, dass man sich damit beschäftigt, wie auch in dem Video schon angedeutet, etwas zum Funktionieren zu bringen, was immer nicht gleich, dass es nicht immer gleich so funktioniert, wie man sich das am Anfang vorstellt. Man hat halt so einen Satz an Befehlen und die entsprechen jetzt nicht genau einer ganz normalen Sprache und ich kann dem Computer jetzt nicht sagen, auch bitte programmier mir jetzt mal das neue Fortnite, was ich unbedingt haben will. Oder ich will jetzt hier mal Minecraft und dann passiert das, sondern die Befehle sind halt sehr speziell und auch ein bisschen technisch mitunter und das führt natürlich dazu, dass man häufig Dinge benutzt, wo man glaubt, das funktioniert und das könnte in die richtige Richtung gehen, aber man stellt dann fest, wenn man es ausprobiert oder halt simuliert, klappt das noch gar nicht oder ich muss erstmal den Fehler finden, weil dadurch das rauskommt, was ich mir irgendwie vorgenommen habe oder mein Staubsaugerroboter, der fährt immer gegen die Wand. Ja, das ist natürlich dann ein Problem, was ich versuchen muss zu lösen und was ich meistens dadurch lösen kann, dass ich halt
ein tieferes Verständnis von meinem Problem eigentlich herstelle oder irgendwie rausbekomme. Genau. Dann ist die Frage, okay, was macht man, wenn man jetzt so ein Programmierer ist, ja, also wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, der Mensch, ich mag das oder ich habe das sogar schon kennengelernt und finde das irgendwie spannend und möchte auch gern diese Maschinen irgendwie zum Leben erwecken, weil die ja auch erstmal von sich aus gar nichts machen, dann muss man sagen, okay, die Arbeit als Programmiererin ist halt wirklich so, dass man im Prinzip so eine Art Lehrerin für diese Gegenstände wird. Also man kann das schon gut vergleichen, nämlich um jemandem etwas beizubringen, in dem Falle einem Telefon oder einer Ampel oder einem Flugzeug oder sowas, muss man schon ziemlich gut selber wissen, was man da eigentlich haben will, muss das auch sehr gut beschreiben können, im Prinzip auch gut erklären können. Und das ist auch genau das, was eine Programmiererin im Prinzip macht. Sie nimmt die Befehle, die sie da hat und die sie zur Verfügung stehen hat und versucht aus denen im Prinzip was Sinnvolles rauszukommen, sodass das dann funktioniert. Ja. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man viel Kreativität braucht, weil man sich eben vorstellen können muss, wie man mit diesen Befehlen, die ziemlich abstrakt sind eigentlich, einen Effekt hinbekommt. Meistens ist es sogar gerade so bei Spieleentwicklung oder Spieleprogrammierung, sagt man auch, das ist so eines der schwierigsten Teile, weil man so ein bisschen mit Magie arbeitet. Man gibt zum Beispiel einen Befehl, dass ich ein Bild, also eine Spielfigur sozusagen, das Bild einer Spielfigur von links nach rechts bewegt und das sieht dann so aus, als wenn es läuft. Darauf muss man erst mal kommen. Das ist sozusagen nichts, was man jetzt einfach so, weil einem einfach so einfällt oder das ist vielleicht auch nicht der intuitivste Ansatz, aber technisch ist es so, dass man ein Bild und dessen Position auf dem Bildschirm im Prinzip, also nicht dessen X-Position um eins erhöht die ganze Zeit, wenn da jetzt jemand auf eine Taste drückt. Und dieses Abstraktionsvermögen, diese Transformation hinzubekommen, das ist halt genau das, was eine Programmiererin im Prinzip leisten muss. Dann natürlich auch diese Geduld, und in dem Video war zum Beispiel so eine Frustrationstoleranz oder Problemlösekompetenz genannt. Also die Geduld aufzubringen, dran zu bleiben und sich neue Wege zu überlegen, wenn das halt nicht geht. Was meistens am Anfang der Fall ist. Und ein Vorurteil ist meistens auch, dass man irgendwie so die ganze Zeit da am Computer sitzt und irgendwie wild und drauf lostippt und keine Ahnung, der Kinder aufregt und so. Ich würde eher sagen, dass wahrscheinlich 80%, bei manchen Problemen wahrscheinlich eher 90% der Zeit darin bestehen, die drüber nachzudenken und eigentlich formulieren zu können, was man denn haben möchte. Und dann ist das, wenn man das erstmal gelöst hat, dann ist der Anteil, das einzutippen und wirklich zu programmieren, das physische Programmieren, eigentlich der geringste Teil. Und ich glaube, Einstein hat mal gesagt, dass wer die Frage formuliert hat, sozusagen, der hat den größten Teil der Arbeit eigentlich schon verrichtet. Und so ist es bei Programmieren auch. Also wer sehr gut kommunizieren kann und sich ein Problem sehr gut aufteilen kann, hat da ja große Vorteile, beziehungsweise ist eine Fähigkeit, die beim Programmieren ganz, 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 ganz wichtig ist. Und ich hatte vorhin gesagt, dass es eben so ein Bankrezept, eben alle Schritte aufzuschreiben. Das noch erweitert, könnte man auch sagen, dass es auch viel darum geht, sich alle Szenarien vorzustellen. Also was könnte alles passieren? Was sind alles Möglichkeiten, die eintreten können? Und dazu muss man natürlich ziemlich viel wissen. Man muss über die Maschine, die man da programmiert, wissen. Man muss ziemlich gutes technisches Verständnis haben. Man muss sich gut vorstellen können, was zum Beispiel in so einem Computerspiel alles passieren kann. Was die Benutzer zum Beispiel auch alles so ausprobieren oder vielleicht kaputt machen wollen oder sowas. Dann habe ich mal ein Beispiel vorbereitet, weil es ist immer so, ja, ich erzähle das als Informatiker habe ich sozusagen gelernt, was das ist und mir fällt das relativ leicht, das zu erklären und ich weiß auch, was damit gemeint ist, aber vielleicht ist es doch leichter, wenn man einmal so Beispiele sieht. Ich habe hier einfach mal so eine Programmiersprache quasi mir ausgedacht. Das kann auch theoretisch jeder, ja, auch keine Magie. Man sieht hier, diese Programmiersprache ist wahnsinnig groß, die besteht aus drei Befehlen und als Ziel oder vielleicht als eine Zielstellung ist es, eine Ampel zu programmieren. So, jetzt sieht man hier schon, ja, es gibt
gibt einen Wartebefehl, es gibt einen Befehl für, dass man die Lampenfarbe ändern kann und dass man irgendwas wiederholen kann. Das sieht jetzt letztendlich vielleicht dann nicht so aus, wenn man wirklich so eine Programmiersprache hat. Und es gibt halt, was ich meine, verschiedene Arten von Programmiersprachen. Aber in dem Falle, um jetzt eine Ampel zu programmieren, müsste man mal überlegen. Ne? Also wahrscheinlich funktioniert so eine Ampel so, dass Rot eine bestimmte Zeit lang angezeigt wird, dass Gelb eine bestimmte Zeit lang angezeigt wird und dann irgendwie Grün eine bestimmte Zeit lang und danach soll sich das irgendwie wiederholen. So, man merkt schon, wenn man sprachlich versucht, präziser zu werden, dann merkt man schon, ja, ganz bei den Befehlen sind wir noch nicht. Ja? Wenn ich das jetzt noch weiter präzisiere und versuche, diese Befehle zu benutzen, dann würde das vielleicht so aussehen, dass ich zuerst ändere Lampenfarbe, warte, ändere Lampenfarbe, warte, ändere Lampenfarbe, warte und bitte lieber Computer oder bitte lieber Ampel, wiederhole das Ganze mal. Und jetzt hat man immer noch gemerkt, wenn ich das weitermache, so richtig habe ich noch nicht gereicht, weil zu diesen Befehlen braucht es auch noch sogar noch mehr Details. Ja? Und das ist auch häufig der Fall, dass wenn man eben so Befehle hat oder so eine Programmiersprache vor sich hat, dann kann man häufig diese Programmiersprache noch detaillierter nutzen, beziehungsweise jeden Befehl meistens auch noch so Optionen dazugeben und noch genauer irgendwie was dazu sagen. Und das geht auch für alle Programmiersprachen. Ganz unabhängig, ob das eine, die für Kinder optimiert ist oder nur aus Symbolen besteht oder so, meistens kann man die noch anpassen. Und in dem Fall wäre das dann vielleicht sowas wie warte 15 Sekunden und ändere Lampenfarbe von Lampe 1 auf Rot oder mach sie an, ja, wenn man das so ein bisschen vereinfachen will. Und dann wieder warte vielleicht 20 Sekunden und ändere die Lampenfarbe von der ersten Lampe auf Aus, ändere die Lampenfarbe der zweiten Lampe auf An, ja, oder auf Gelb. Und so geht das dann weiter und dann sind diese ganzen Befehle müssen dann wiederholt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so runterkam, ob man das etwas besser verstehen kann, was eigentlich das bedeutet. Aber ich denke, es sollte klar werden, dass eben diese Präzision, die ich sprachlich brauche, das muss sozusagen erstmal in meinem Kopf klar werden. Weil ansonsten ist das eine reine zufällige Zusammenstellung von Befehlen und es wird auf jeden Fall nicht die richtige Ampel rauskommen. Dazu sind allein schon bei drei Befehlen die Möglichkeiten so groß, dass es gar nicht zielführend wäre. Also dieser kognitive Prozess, der da abläuft, das ist super wichtig und ich glaube, die Kernkompetenz oder die Hauptarbeit, wenn man eigentlich vom Programmieren spricht. Ja. Das ist ja auch wirklich eine Herausforderung, nur an alles zu denken und sich alles vorzustellen. Ja. Und gerade mit Kindern macht das super viel Spaß, sie sozusagen sprachlich zu provozieren. Also sie sagen etwas, sie wollen eine Ampel erklären und man kann sie immer wieder dahin bekommen, dass, ja, aber meinst du denn jetzt die Lampe 1, die rot werden soll? Oder wie lange soll denn rot sein? Und woher weiß ich denn, wie lange es rot sein soll? Und man muss sich nur an irgendeine Ampel in Berlin stellen dann wird man merken, ja gut, jetzt sind da auch noch mehrere Ampeln und es gibt eine Fußgängerampel und dann sind da auch noch kleine LEDs und nicht nur eine einzelne Leuchte und die sollen auch noch so aufeinander abgestimmt sein, dass vielleicht der Verkehr auch noch so halbwegs gut durchfließt und dass die Fußgänger nicht schon überfahren werden, während sie da rüberlaufen. Also man merkt, das Problem bei der Ampelschaltung ist ziemlich gewaltig und soll erstmal jemand gut lösen. Da ist es aber mittlerweile möglich, dass wir Kindern diese realen Probleme in so einem kleinen Modell schon zeigen können. Wir können sich schon daran beteiligen, darüber nachzudenken, wie sowas funktioniert. Ja? Und das ist halt super spannend. Und ich habe auf der nächsten Folie darum die jetzt gleich kommt, mal aufzeigen wollen, warum es denn deshalb wichtig ist, dass vielleicht Kinder anfangen, sich mit Programmieren oder diesem logischen Denken, wenn man so will, oder dem Computational Thinking, wie es im Video genannt war, irgendwie sich nähern und sich damit beschäftigen. Weil halt mittlerweile wir in einer sehr digitalen Gesellschaft leben und die auch immer digitaler wird, was man eigentlich mit einem Blick, weiß ich nicht, auf den Schreibtisch oder mit einem Blick raus aus dem Fenster, sofort erkennt. Also Autos, Flugzeuge, Ampeln, Zahnbürsten, Bäcker, Telefone,
dass Post zu uns kommt, dass wir jemanden anrufen können, dass ich also eigentlich fast alle Dinge, die ich im Leben irgendwie tue, wenn ich irgendwann einkaufen möchte, dass ich vielleicht eine Kreditkarte habe, dass ich weiß, wann das nächste Fußballspiel irgendwie stattfindet, dass ich Karten fürs Kino kaufe. Ich könnte wahrscheinlich sozusagen allein dafür 20 Minuten verbringen, das aufzuzählen, dass wir diesen digitalen Elternabend durchführen können, sind alles Dinge, die in unserer Umwelt ganz alltäglich stattfinden. Und wenn wir irgendwie wollen, dass unsere Kinder das nicht nur nutzen können, sondern hoffentlich auch selber sich ausdenken können und selber mitgestalten und selber darauf Einfluss nehmen können, müssen sie irgendwo anfangen. Und dieses Programmieren ist sozusagen einer der vielen Schritte, ja, die dafür gut geeignet sind, die sogar Spaß machen können und die sogar sehr motivierend und spielerisch erlernbar sind. Und wofür es mittlerweile richtig gute Techniken gibt, dass, ja, oder die so gut aufbereitet sind, dass Kinder das einfach schon sich damit schon beschäftigen können und sich sogar damit beschäftigen wollen. Also es geht nicht darum, dass wir ihnen das irgendwie einkugeln müssten oder sowas, sondern sie haben irgendwie ein Interesse daran. Und es passt gut in das, was wir schon immer so auch in Bildung sagen, dass sich Kinder für ihre Umwelt einfach interessieren. Sie interessieren sich dafür, wie Dinge funktionieren. Und wenn man heute etwas mehr erklären will, wie zum Beispiel ein Telefon funktioniert oder eine Ampel, dann wird man nicht drum herum kommen, wenigstens das Wort Programmieren erwähnen zu müssen. Weil es ist immer so, die Ampel selber herzustellen und dadurch so eine LED an so eine Ampel zu kleben, ist jetzt nicht mehr so das Highlight. Der schwierige Teil und der vielleicht sogar zeitaufwendige Teil ist mittlerweile, das Ganze zu programmieren und dauerhaft zum Funktionieren zu bringen und alle miteinander zu verknüpfen. Keine Ahnung, dass um 18 Uhr in Berlin die Lampen ausgehen. Oder wenn es hell wird oder wenn es dunkel wird. Sich so etwas auszudenken und sowas in der Lage sein, zu sein, ja, zu verstehen, wie das funktioniert. Das Tolle daran ist, dass wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man sozusagen ganz schnell zu der Frage, ja, sollen wir alle Programmierer lernen? Ich würde sagen, nein, aber, ja, wie unser kleiner Lundi das hier sagt, ich hatte vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war das, einen TEDx-Talk gehört von Sam Allen, das ist der Erfinder von Sonic Pi, kann man mal googeln, er hatte so in die Runde gefragt, ja, wer von den hier Anwesenden kann lesen und schreiben? Natürlich haben sich alle, das waren Erwachsene, die dort saßen, alle gemeldet und konnten das. Die nächste Frage war dann, ja, wer ist denn professioneller Schreiber geworden oder beschäftigt sich professionell mit Schreiben? Dann gingen natürlich, weiß ich nicht, 4% der Hände oder sowas in so einem Saal auch voller Journalisten nach oben. Und er hat das dann verglichen mit Programmieren ist genauso. Ja? Sozusagen beim Programmieren ist es auch so, dass wir sollten eine Kenntnis darüber haben, aber es ist nicht so, dass wir das alle professionell irgendwie durchführen müssen oder dergleichen. Und warum sollten wir eine Kenntnis davon haben? Ja, weil wir uns ausdrücken wollen, weil wir diese aktuelle Umwelt mitgestalten wollen, weil wir verstehen wollen, wie das alles um uns drumherum funktioniert, um zum Beispiel dann kritisch sagen zu können, dass ich das nicht mag oder dass ich das so nicht möchte und auch Gegenbeispiele bringen kann und nicht sozusagen nur den wenigen ausgeliefert bin, die das letztendlich können, die sich die Zeit genommen haben, sich damit so intensiv zu beschäftigen. Ja. Und dieses Programmieren hat die Möglichkeit, viele dieser 21st Century Skills zu schulen. Wir sind in der Transformation von so einer Art Industriezeitalter in ein eher serviceorientiertes Zeitalter. Und ich hatte es schon erwähnt, in der digitalen Gesellschaft. Und es reicht eben nicht mehr, einfach nur Fakten zu lernen. Das kann mittlerweile jeder. Und wir haben halt nur irgendwie 24 Stunden am Tag Zeit. Und ja, die könnte ich dafür benutzen, irgendwie die Fakten der Welt zu lernen oder mich versuchen, damit zu beschäftigen. Nur was die eigentlich wichtigen Kompetenzen sind, die ich erlernen sollte, ist halt dieses
lernen zu lernen, ja, ganz allgemein, aber eben die Dinge, die ich hier auch auf der Folie aufgelistet habe, nämlich sowas wie kritisches Denken, Problemlösekompetenz zu stärken, eine präzise Kommunikation zu entwickeln, stark auf Teams zu setzen, Teamarbeit zu entwickeln und mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu können, auf konstruktive Art und Weise, die Kreativität und Innovationsfähigkeit des Menschen zu nutzen und auch darstellen zu können. Sowas wie eine Flexibilität mitzubringen in dieser sich wandelnden Gesellschaft. Ich habe im World Economic Forum von 2016 gelesen, dass 65% der Jobs, die die Kinder, die heute in die Grundschule gehen, noch nicht existieren. Also die Jobs, die diese 65% der Kinder, der Grundschulkinder haben werden, existieren heute noch gar nicht. Das heißt also, wenn wir denen jetzt die Biologie beibringen und sie abfragen, wie da jetzt genau der Pflanzenstängel aufgebaut ist von der Sonnenblume, dann ist das interessant. Es ist nur sozusagen, bereiten wir die Kinder genug darauf vor, auf etwas, was wir noch gar nicht wissen. Wenn wir es nicht schaffen, also ihnen zu vermitteln, oder ihnen die Werkzeuge und Kompetenzen zu geben, die sie brauchen, um in diesem Wandel zurechtzukommen, werden wir sozusagen nicht mit Erfolg gekrönt sein, beziehungsweise werden es sehr schwer haben, sich da zurechtzufinden und auch mit den anderen Gesellschaften, Menschen, sich abzustimmen und das sozusagen weiter voranzubringen. Ich denke, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch mal bei Wikipedia einfach mal 21st Century Skills zu googeln und sich da mal zu informieren, was damit eigentlich noch mehr im Detail gemeint ist. Super interessant. Eine Frage, die dann immer so danach aufkommt, okay, ja, aber jetzt ist ja alles schön und gut und ja, wunderbar, sollen die Kinder ja auch lernen, das können sie ja dann machen, wenn sie 13 sind oder wenn sie halt nicht in die erweiterte Schule kommen oder irgendwann später. Oder das kann ja dann der Arbeitgeber beibringen. Ja, kann man versuchen. Und wer bis dahin auch sehr gut geworden ist im Lernen, ja, und diese Flexibilität selber entwickelt hat, der wird das auch noch schaffen. Das ist beispielsweise unsere Generation, die genau das zurzeit mitbringen muss, die das halt nicht in der Schule hatte oder das wurde da nicht thematisiert, das gab es da einfach auch noch gar nicht, so verfügbar wie das jetzt ist. Und wir mussten diese Fähigkeit mitbringen, uns daran zu gewöhnen. Aber wir merken halt, mit dieser Geschwindigkeit, was da neu aufkommt und so weiter, ist es schon ziemlich schwer mitzuhalten. Deswegen ist es eine Diskussion, zumindest innerhalb in Deutschland, auf jeden Fall, wann man damit denn anfangen kann. Und wenn man Programmieren anfängt zu verstehen als Kompetenz und als eine Form, wie man bestimmte Kompetenzen fördern kann, dann würde ich sagen, kann man glaube ich leichter entscheiden, an welchen Stufen man anfangen kann. Ich habe hier mal so eine Liste aufgelistet oder aufgeschrieben, dass es möglich ist, solche Kompetenzen schon im Alter von 2 bis 3 Jahren anzufangen zu stärken. Einmal durch einfach so offline haptische Aktivitäten, durch so Unplugged an Aktivitäten, die einfach nur dem Kind darauf hinweisen, dass man beim Zähneputzen vielleicht erst die Zahnpasta aufmacht, bevor man die elektrische Zahnbürste anmacht. Und allein solche Dinge, Reihenfolge und logische Zusammenhänge beispielsweise zu thematisieren, die natürlich in der Welt der Kinder abläuft. Also jetzt einem Dreijährigen mit Python zu kommen, ist sicherlich ein bisschen früh. Und wenn man das dann aufbaut oder wenn man guckt, was für die einzelnen Altersstufen da so zur Verfügung steht, dann wird man wirklich eine Menge an Aktivitäten finden, eben auch schon für dieses Alter ab 3 Jahren. Wenn die Kinder dann älter werden, werden natürlich die Möglichkeiten größer, ja, ganz verständlich, weil wir eben immer näher zu dem kommen, was wir auch beispielsweise für unsere Arbeitswelt brauchen. Oder es geht dann immer näher an das, womit wir tatsächlich reale Probleme zurzeit bestmöglich lösen.
Für ab 5-Jährige ist das dann so eine Art visuelle Symbolsprache, also was ich meinte, wo noch nicht unbedingt Text drin ist, wo aber verschiedene Symbole da sind, wie zum Beispiel Pfeile oder irgendwann springt irgendwas oder man sieht eine kleine Pfeile oder so. Also sehr symbolhaft, mit der man dann eben auch schon so eine Art Reihenfolge festlegen kann, wo man sich auch schon anfangen kann auszudrücken selber und eine bestimmte, sich so ein planerisches Verhalten an den Tag legen kann. Danach geht das so über in visuelle Programmiersprachen. Das nennt man so, weil es im Unterschied zu einer textuellen Programmiersprache hat man wie so eine Puzzlestücke, also wie ich auch das Beispiel gemacht hatte, gerade mit der Ampel. Man hat so Puzzlestücke, die man aneinander fügt, da steht der Text quasi schon drin, der Befehl. Und man hängt die dann nur in der richtigen Reihenfolge zusammen und knobelt sozusagen aus oder überlegt sich, wie man diese einzelnen Befehlsblöcke verwenden kann, um zum Beispiel ein kleines Spiel zu programmieren. Da ist so ganz seit 25 Jahren entwickelter Vertreter Scratch, eine riesige Plattform, in der Kinder Millionen wirklich von Spielen schon erstellt haben, diverse Dinge, kleine Präsentationen und so weiter, die alle auf so einer visuellen Programmiersprache basieren. Man muss auch sagen, zumindest aus unserer Erfahrung, ist dieses Alter von 8 Jahren ist unglaublich. Also Kinder mit 8 sind einfach cool. Die können irgendwie alles. Die sind einfach viel schlauer als wir. Die sind viel schneller, die sind viel offener, die sind tolerant, also ab 8 Jahren ist im Prinzip irgendwie gefühlt, wenn man das immer so sieht in den Klassen, so dritte Klasse, ist irgendwie alles möglich. Die Welt ist so mega offen und alles geht. Und warum wurde das noch nicht gelöst? Ja? Und das macht super Spaß und es wäre eigentlich schade, wenn die diese riesige Welt an technischen Möglichkeiten bis dahin noch überhaupt nicht auf den Schulen hätten oder sowas. Ja? Also wer auch immer Kinder ab 8 hat, unbedingt da anfangen zu überlegen oder diese Welt bitte dann für die Kinder öffnen. Ja, und dann geht es über natürlich dann irgendwann, ich habe jetzt hier so geschrieben, ab 10, vielleicht auch ein bisschen später, es kommt auch ein bisschen drauf an, auf die Eltern, auf die Vorbilder, dass es so eine textuelle Programmiersprache übergeht. Hat viel damit zu tun, ob die Kinder sich davor schon damit beschäftigen. Also zurzeit ist beispielsweise unsere Lehrerausbildung in Medienpädagogik oder auch selbst im Informatikstudium so, dass die Studenten auch mit visuellen Programmiersprachen anfangen, weil sie dem noch vorher gar nicht ausgesetzt waren. Also es kommt wirklich darauf an, ob man sich damit schon davor beschäftigt hat oder nicht. Die Möglichkeiten bestehen aber. Und es gibt auch diverse kindgerechte Angebote, was wir dann auch später nochmal in den Links und in den Tipps und so weiter auch einige Angebote nochmal beschrieben haben. Ja, ich frage mich so dieses, wie kann ich mein Kind jetzt was beibringen, was ich in der Welt gar nicht kann? Ich denke, wir sind in dieser Generation, entweder hat man sich selber beigebracht, hat irgendwie die Zeit dafür gefunden, oder nicht, ja, und man ist selber dem Thema überhaupt nicht offen gegen oder kennt sich damit ganz richtig aus. Da gilt das, was bei Bildung immer gilt, nämlich das Lernen. Also Fragen stellen, etwas beschreiben, etwas zusammen mit dem Kind machen, Kinder ermutigen, rumexperimentieren, ausprobieren, irgendwas visualisieren, um es leichter zu verstehen. Man sollte ganz oft scheitern, ja, also ganz viele Fehler machen, ganz sozusagen zusammen mit dem Kind zeigen, dass man das auch nicht kann, aber vermitteln, dass man das natürlich lernen kann und programmieren oder jegliches. Alles, was wir in der Welt irgendwie haben, ist erkundbar, erforschbar und man findet für die meisten Sachen auch Hilfen. Ja? Also man kann Leute fragen, man kann sich damit informieren, man kann Initiativen herausfinden, die sich damit beschäftigen. Und es gibt wirklich super gute Angebote, damit jeder das im Prinzip lernen kann. Das ist kein kindspezifisches Thema. Ja? Gerade Vorbild zu sein für Kinder, dass man sogar selber auch lernt, ist natürlich eine mega Motivation und unterstreicht dieses, nicht nur die Kinder müssen lernen, ja, oder müssen zur Schule, sondern wir vielleicht alle. Ja, und das ist natürlich an diesem Thema Programmieren relativ greifbar. Ja, wenn jetzt gleich jemand anfangen möchte, künstliche Intelligenz und den nächsten Alpha-Go zu programmieren,
dann wird das vielleicht etwas schwierig oder wird das vielleicht ein bisschen hochgesteckt. Aber dass jemand eine Präsentation oder ein Mini-Tutorial auf YouTube verfolgt oder bei Scratch ein Coding-Tutorial macht oder auf der Hour of Code sich ein Angry Bird da zu steuern, behaupte ich, dass das alle können. Mindestens alle, die jetzt hier schon im Chat sind. Ja, und trotzdem, vielleicht so ein bisschen auch als Warnung oder als ein Thema, was in Deutschland sehr beliebt ist natürlich, zum Thema so Medienzeit, wo gilt das denn da auch drunter? Ich hatte so ein paar Fragezeichen hingepackt mit Dingen, die typisch sind für so ein Suchtverhalten. Ja, und das gilt für alles Mögliche. Also das ist sozusagen, das kann man auch anwenden auf Fußball. Ja, es gibt auch Fußballsüchtige. Und mit dem Programmieren ist das so ähnlich. Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch ankommt und eine ganz wichtige Frage darin ist halt, hat mein Kind Spaß? Geht es meinem Kind gut dabei? Fühlt es sich wohl? Ja, und also ist das sozusagen, ist das irgendwie exzessiv oder dergleichen? Ja, also das ist die wichtigste Grundlage, das gilt beim Programmieren genauso. Wer sich da überfordert fühlt, als Tipp, einfach das Kind fragen. Ja, und nicht einfach nur fragen und gar nicht auf die Antwort hören, sondern schon fragen und nachhaken, wie sich denn so ein Kind fühlt und was es denn da macht und das erklären lassen. Nächster Tipp ist auch sowas wie Aufgaben geben, also sich damit beschäftigen und Kindern halt wirklich so eine Herausforderung geben und auch mal schauen, was andere Kinder da machen und das so ein bisschen auch öffnen zu was, hey cool, du kannst was ich nicht kann, zeig mir das doch mal, bring mir das doch mal bei. Und einfach da so eine gewisse Lockerheit auch dran bringen. Aber ja, sowas wie digitale Medien fordern Eltern heraus, Angebote zu finden, die auch interessant sind. Es ist halt vielleicht nicht mehr so, dass alles, was in unserer Kindheit total cool war, immer noch total cool ist. Da muss man sich vielleicht auch nochmal Gedanken machen. Dazu, wie sich das vielleicht gewandelt hat und ob es da nicht andere Eltern gibt, denen auch schon was eingefallen ist, und sich da vielleicht auch vernetzen und ja, häufiger schau hin, gucken. Da kriegt man zumindest viele Anregungen oder Anreize, die da einfach helfen können. Ja, aber ich wollte nicht mit irgendeiner negativen Folie aufhören für diesen Programmierteil, deswegen kann Programmieren Spaß machen, wir hatten ja gehört, warum hast du so viel nachdenken und warum musst du irgendwie so ganz präzise sein und die ganzen Kompetenzen dann geschult werden. Ja, also für mich irgendwie ist es was Kreatives, es ist was Inspirierendes, es ist irgendwie, man lernt und das Lernen kann Spaß machen, man kriegt sehr schnell Feedback, es ist lustig, was man mittlerweile machen kann und das ist natürlich super, ja, super spannend, es ist ein hoher Motivationsgrad für die Kinder, es ist was sehr Mächtiges, man sagt ja manchmal, ich kann am Schreibtisch sitzen und kann im Prinzip die Welt beherrschen von meinem Schreibtisch aus. Und so ein bisschen von dem Gefühl mitzukriegen, ist ziemlich gut, würde ich sagen. Und kann richtig Spaß machen. Und dieses Typische auch, wenn man sich mit was beschäftigt und was sehr gut kann, dann verwandelt sich das meistens in den Spaß. Oder hat auf jeden Fall auch eine Art Spaßfaktor, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und das gilt beim Programmieren genauso wie beim Fußballspielen oder Reiten. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich habe auf jeden Fall auch noch was gelernt. Frau Schulz, wollen Sie weitermachen mit den Shopping-Tipps? Genau, dann würde ich nochmal mit ein paar konkreten Tipps weitermachen. Wir haben ja jetzt schon einiges auch sowieso schon gehört. Das ist vielleicht jetzt nochmal an der Stelle zusammengefasst. Ich habe mal so eine Top 4 zusammengefasst, vielleicht mal zu dem ersten Punkt, gleich die nächste Folie. Wenn Sie jetzt sozusagen sich fragen, na, das ist ja alles ganz toll und ich möchte, dass mein Kind das auch machen kann, jetzt ziehe ich mal los und was kann denn mein Kind jetzt eigentlich alles und soll ich jetzt gleich alles kaufen? Also wir haben gerade schon gehört und haben es auch an den Vorschlägen schon gesehen, man muss natürlich bei allen Angeboten, die es gibt, wir haben da gleich nochmal ein paar Tipps auch, gucken, wie alt das Kind ist und was der Entwicklungsstand ist und vor allem, wozu die Kinder auch Lust haben. Also dass Programmierfähigkeiten und die damit verbundenen Kompetenzen sozusagen zu Future Skills
gehören. Heißt nicht, dass man das Kind jetzt sozusagen gleich mit allem überfordert und auf allen Ebenen sozusagen loslegt. Also schauen, wozu die Kinder Lust haben, mit einer Sache anfangen. Und diesem Zusammenhang, da ist ja gerade mein Vorredner auch mit ausgestiegen, sozusagen trotzdem ein bisschen auf die Medienzeiten zu achten. Ja? Also, dass man jetzt nicht sagt, na, wenn das so eine tolle Sache ist, dann setze ich mein Kind jetzt so lange vor den vor das Tablet oder den PC, bis es hier sozusagen die Welt beherrscht. Genau. Die nächste Folie wäre nochmal, das ist, finde ich, immer eine ganz wichtige Sache, weil auch die Industrie erkannt hat, dass also Programmieren und Coding für Kinder ein großer Bereich ist, den viele umtreiben, was jetzt für Schulen auch immer wichtiger wird. Also die Frage, wie sicher und seriös sind denn Angebote? Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Finanztechnisch betrachtet kommen dann natürlich auch hier und da Kosten auf einen zu. Da muss man schauen, es gibt viele gute kostenfreie Angebote schon. Wir haben ja auch schon mal auf der Folie ein paar Links zusammengetragen, wo man gucken kann. Direkt bei der Harvard Digitalwerkstatt, aber auch noch bei ein paar anderen Initiativen und Projekten und Websites, wo man schauen kann, was eignet sich denn für Kinder aus pädagogischer Hinsicht sowieso, aber auch was ist vielleicht erstmal kostenfrei. Das ist ja immer zum Austesten und für den Anfang eigentlich ganz schön. Wichtig ist auch die Frage, vielleicht nochmal kurz zurück, muss man sich irgendwie anmelden, welche Daten soll man hinterlassen? Das ist ja eine Frage, die sowieso bei allem, was wir in digitalen Medien tun und mit unseren Kindern tun, wichtig ist, sich zu stellen und zu beantworten, also möglichst sozusagen, was gilt ja für alles, so sicher und so wenig personalisiert wie möglich. Genau, und es gibt eine ganze Menge Erfahrungen schon, wo man nachschauen kann, das haben wir hier mal so ein paar ausgewählte Links zusammengetragen. Genau, dann können wir mal weitergehen zur nächsten Folie. Das haben wir gerade auch schon bei meinem Vorredner gehört, hier vielleicht nochmal nur betont, zu sagen, Kinder finden es ganz toll und sie selbst lernen auch noch eine ganze Menge dabei, wenn man sagt, los, wir trauen uns jetzt mal, wir suchen uns eine Sache aus und wir gucken uns das mal zusammen an, gehen die ersten Schritte gemeinsam, installieren vielleicht Dinge, die nötig sind und programmieren sozusagen mal die ersten Schritte zusammen. Ihr Kind wird das ganz toll finden und sie kriegen auch besser ein Gespür, ob das jetzt vielleicht schon zu komplex ist, was ihr Kind da eigentlich toll findet, vielleicht auch Vorlieben, die ihr Kind hat. Also dieses gemeinsame Erkunden ist ja sowieso was, was wir in allen Medienbereichen eigentlich immer empfehlen und hier nochmal ganz besonders. Genau. Und dann vielleicht nochmal als ein letzter Aspekt. Es gibt tatsächlich, also natürlich sage ich mal in Berlin, also wer von Ihnen, von den Anwesenden in Berlin wohnt, der hat es besonders gut, weil es da viele tolle Angebote gibt, tatsächlich vor Ort, beispielsweise die Harvard Digitalwerkstatt. Es gibt aber tatsächlich auch deutschlandweit betrachtet, auch regional und lokal inzwischen viele Projekte und Initiativen, die sozusagen das Know-how, das medienpädagogische Wissen und die Technik auch zur Verfügung stellen. Es gibt kleinere AGs, es gibt Landesmedienanstalten, die sozusagen vor Ort auch solche Projekte für Kinder möglich machen, teilweise auch an Schulen kommen. Und vielleicht nochmal ein Tipp, Kultur trifft digital ist auch eine deutschlandweite Initiative, die tatsächlich mit den Medienpädagogen sozusagen auch in die Einrichtungen kommt, wo Kinder sind. Also wenn Sie sagen, Mensch, wir würden gerne mal was in unserem Jugendclub genau in so eine Richtung machen, dann kann man sich da sozusagen bewerben und die Chancen stehen eigentlich ziemlich gut, dass man da sozusagen für so ein Projekt mit ausgewählt wird. Genau, das vielleicht mal so zu den konkreteren Tipps. Und jetzt hatten wir noch eine kleine Linkliste zusammengetragen. Da können wir ja vielleicht auch noch mal was zusammen sagen. Ich kann ja mal einsteigen. Also es ist eine Auswahl, es gibt natürlich viel mehr, aber vielleicht so für den ersten Überblick ist es ausreichend, mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich für Projekte und Infoportale. Also wenn Sie als Eltern jetzt sagen, wir wollen noch mal nachschauen, wir gucken noch mal, ist sehr empfehlenswert beispielsweise auch der Medienpädagogik-Praxis-Blog. Da sind immer kleine Projekte gut beschrieben, die Harvard Digitalwerkstatt, das haben wir ja schon gehört. Coding Kids ist eine schöne Seite auch. Über Code.org kann man sich einen ersten Überblick verschaffen. Also es gibt eine ganze Menge und sie kommen von diesen Seiten dann auch wiederum zu anderen Seiten. Aber da erhält man mal einen guten Einblick von Projekten, die Kinder schon durchgeführt haben, was sie selbst geleistet haben und von auch Hardware und Software, die funktioniert.
weil ich eben auch schon im Chat gelesen habe, was ist denn für Kinder jetzt ganz gut, wie kann man denn einsteigen? Vielleicht nochmal zu den Hardware-Geschichten. Einige von Ihnen kennen das vielleicht sogar schon so aus schulischen Kontexten, zum Beispiel der Calliope Mini, da haben wir ja auch nochmal das kleine Bildchen. Das ist tatsächlich was in der Grundschule schon sehr gut funktioniert, wo man unfassbar viel kreative Sachen programmieren kann. Das Makey Makey ist eine Sache, wo ich auch ganz großer Fan bin, weil man sozusagen nebenbei noch mit leitenden Stoffen über elektrische Schaltkreise viel erfahren kann und unfassbar viele kreative Dinge auch ausprobieren kann. Über die Osobots, eher für die Kleineren auch nochmal. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die schon auch medienpädagogisch oder pädagogisch sozusagen etabliert sind und wo es eine ganze Menge Erfahrung gibt. Bei den Editoren und den Apps gebe ich vielleicht nochmal ab. Ja, genau. Also bei den Editoren ist es wirklich so, dass es sind häufig so Software-Plattformen, meistens einfach Webseiten, die man öffnen kann und die in dem Fall hier beispielsweise kostenfrei zur Verfügung stehen. Einmal Scratch hatte ich erwähnt, wirklich diese riesige Plattform, hauptsächlich um so kleine Spiele mit einer visuellen Programmiersprache zu erstellen. Und Roberta bietet im Prinzip ein so eine Art Coding-Editor, man sieht das da unten in der Ecke, so ein bisschen wie sowas dann aussieht, der halt diese Blöcke bietet, der zum großen Vorteil hat, dass er eben viele verschiedene Hardware-Plattformen unterstützt. Also man kann mit dieser Webseite beispielsweise den Calliope steuern, man kann aber auch andere Roboter wie die M-Bot oder auch Lego-Geräte oder so weiter, die da dort rein integriert sind, kann man dann auswählen und damit dann programmieren und muss sozusagen, also bleibt in einer Welt und kann sich erstmal damit beschäftigen und kann das dann für verschiedene Systeme so benutzen. Sonic Pi ist vielleicht so ein bisschen außergewöhnliches Beispiel. Das ist ein Editor, mit dem man Musik programmieren kann. Da tippt man zum Beispiel ein, sowas wie Play 60 und dann wird da mit einer Frequenz von 60 Hertz ein Ton abgespielt. So, und ich kann quasi textuell Musik machen. Man kann so Schleifen machen, man kann das sogar alles ändern und dann bin ich so eine Art mega cooler, moderner DJ und kann das aufnehmen und habe sozusagen mein kleines Mischstudio direkt dort. Was so ein bisschen zeigen soll, dass, und deswegen auch diese Liste von den Hardware-Sachen, dass cool ist es für Kinder natürlich, wenn das nicht jetzt was ist, nicht nur unbedingt eine Plattform, auf der jetzt steht, da lerne ich jetzt Programmieren und hier geht es komplett ums Programmieren, sondern wenn das eigentlich so spielerisch versteckt ist. Also wenn es eigentlich um Musik geht, wenn es eigentlich um ein Computerspiel geht, wenn es eigentlich um einen Roboter geht, den ich vielleicht mit Lego irgendwie zusammengebaut habe oder sowas, das ist natürlich viel motivierender als jetzt, also heute mein Kind, setzen wir uns hin und beschäftigen uns 3 Stunden lang mit dem Programmieren. Ah, stimmt. Ja, die Apps passen da super rein. Das sind sozusagen dann häufig kleine Programmierpuzzle oder Apps, die einfach dabei helfen, bestimmte Programmierkonzepte, wie was wir vorhin hatten, Wiederholung oder einzelne Befehle hintereinander zu geben oder eine Bedingung, also dass der Computer irgendwas macht, wenn irgendwas anderes eintritt, zu üben und sich damit zu beschäftigen. Und Run Marco Box Island, das sind so ganz typische Puzzle und Spiele, die dann immer schwieriger werden und man kann dann Level freischalten und da kann man sich Stunden mit beschäftigen. Kann man sicherlich auch irgendwie, Teile davon sind dann auch bezahlt, wenn man noch mehr Puzzle braucht und man das schon 3-mal durchgespielt hat, dann kann man überlegen, dass man da vielleicht weitere Puzzle irgendwie freischaltet oder sowas. Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, im Chat hatten wir auch schon einige Fragen und die eine war, welche Techniken bewerben sich für Kinder? Und dazu wurde noch gesagt, bei Python wurde nach dem Kauf bemerkt, dass das Python-Buch, dass es das nicht auf Deutsch gibt. Genau, was kann man da denn als Alternative? Ja, also Python ist erstmal eine Programmiersprache für eine textuelle Programmiersprache, super modern, wird zurzeit von allen größeren Plattformen unterstützt, so eine ganz allgemeine Programmiersprache, sowohl im Web als auch für Geräte, für Roboter. Also wer das heutzutage kann, ist sagen wir mal 5 bis 10 Jahre ziemlich zukunftsgesichert, ja, und ist auch wird stark nachgefragt. Deswegen auf jeden Fall eine interessante Sprache für Kinder. Wenn
sozusagen die Frage darauf abzielt, warum die Programmiersprache sozusagen in Englisch ist, das wird bei allen Programmiersprachen so sein. Das Gemeinsame an allen Programmiersprachen, worauf man sich wirklich technisch geeinigt hat, damit halt weltweit Teams daran arbeiten können, ist, dass diese Sprachen selbst in Englisch sind. Und das führt dann natürlich dazu, dass Bücher darüber und meistens die guten Bücher darüber, die einen dabei sind, deswegen auch in Englisch sind. Weil die davon ausgehen können, dass jemand, der diese Sprache in irgendeiner Form benutzen will, wird das hauptsächlich in Englisch machen müssen. Darauf haben sich die meisten Leute geeinigt, deswegen ist Englisch da auf jeden Fall die dominierende Programmiersprache. Wer im Englischen da noch nicht so weit ist, dem würde ich empfehlen, eher auf sozusagen diese visuellen Programmiersprachen erstmal noch zu fokussieren, denn die haben häufig die Möglichkeit, dass man zum einen die visuelle Sprache wirklich ändern kann. Ich kann da Arabisch einstellen, ja, das ist überhaupt kein Problem. Da werden mir alle Puzzleteilchen da auf Arabisch angezeigt, wunderbar. Und was bei den meisten Plattformen, auch die wir gerade in der Liste hatten, auch funktioniert, ist, dass ich mittlerweile umschalten kann. Ich kann also visuell programmieren und kann mir danach den Code beispielsweise in JavaScript oder in Python anschauen und habe damit so einen ersten Zugang. So würde also mein Programm aussehen. Und man wird aber nicht drum rumkommen, dass man des Englischen irgendwann in irgendeiner Form mächtig werden muss. Auf jeden Fall. Kann man auch gut zum Englisch lernen nutzen. Super, vielen Dank. Und meine zweite Frage war, gibt es eine App, mit der Kinder ab der ersten Klasse in die Programmierung einsteigen können? Um sozusagen die Grundlagen der Programmierung auch zu lernen. Ja, Und im Chat wurde noch viel über Lightbot diskutiert. Ah, ja. Ja, also Lightbot ist eigentlich nur eine Puzzle-App, trainiert beispielsweise so Funktionen sehr gut, also sind die Grundkonzepte, wie man irgendwas wiederverwenden kann, was man schon mal geschrieben hat. Und Lightbot macht das sehr gut, ist lustig, ist ein kleiner Roboter, man muss irgendwie Licht anmachen und der dackelt da umher. Die letzten Puzzle sind ziemlich schwierig, also ich saß auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten davor und habe es irgendwie nicht hinbekommen, ja, also es ist dann doch ziemlich tricky, man muss halt so ein bisschen auf die Idee kommen, auch eine ziemlich hohe Problemlösekompetenz, sage ich mal so. Die Apps unterscheiden sich ziemlich stark in ihrer Lernkurve, also es gibt Apps, die gehen ganz langsam voran und das sozusagen jede Aufgabe ist nur ein bisschen schwieriger. Und es gibt Apps, da ist sozusagen die zweite App, das zweite Problem gleich deutlich schwieriger, man wird da nicht sachte herangeführt. Und mit diesen Grundkompetenzen, ja, also hier war ich auch gerade nochmal dieses Nachhaken bei dem Teil, ne, dass wenn man eben von diesen Beispielen, wenn man wegkommt von ich programmiere etwas nach, zu ich möchte verstehen, was ich da programmiere, ja, das ist ein Aufwand, auf jeden Fall. Das ist wie mit allen Dingen, anstatt sie nur nachzukauen, muss ich dann anfangen, verschiedenste Quellen zusammenzusammeln. Und das können dann Sachen sein, wie einmal die Referenzseite von der Programmiersprache, die sind meistens in Englisch, was für manche bedeutet, dass sie erstmal Englisch lernen müssen. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Motivation. Das kann bedeuten, dass ich mich mit einzelnen Programmierkonzepten, wie zum Beispiel einer Schleife, einer Wiederholung, ja, auseinandersetzen muss. Was gibt es jetzt für verschiedene Wiederholungen? Wie können die aufgebaut sein? Wie schreibt man sowas in einer Sprache? Was bedeuten diese einzelnen Zeichen, die ich dort eigentlich eintippe? Was hat das für eine Wirkung, wenn ich da was weglasse? Funktioniert das dann immer noch? Das wird dann irgendwann nötig. Ich möchte trotzdem unterstreichen, dass es ist sehr viel wert, erstmal anzufangen, Dinge nachzumachen. Das ist dieses typische Vorbildlernen, das ist sehr gut. Die Schwierigkeit besteht dann erstmal darin, anfangen, kleine Änderungen zu machen, also selbstständig damit rumzukommen und Sachen kaputt zu machen, Sachen, die ungefähr vom Schwierigkeitsgrad her gleich sind, zu finden. Und so diesen typischen, wenn man dann ein Buch liest, dass man, wenn einen das Thema interessiert, man im Prinzip in den Quellen von diesem Buch weiterliest. Und das gilt für diese Techniken sozusagen auch, dass sie sich, ja,
immer weiter damit beschäftigen und irgendwann kommt so eine Übersicht und immer besseres Verständnis davon, wie die Dinge zusammenhängen, wann ich was benutze, was die Sachen bedeuten und so weiter. Ja, es ist kein Programmieren an sich, ist dieses typische easy to do, aber hard to master. Also, ja, nicht umsonst gibt es dafür nämlich Studium, ja, sonst kann das ja jeder am Ende. Trotzdem, es geht eben auch um die Frage, wie weit muss man das gehen? Ich hatte vorhin gesagt, nicht jeder muss professioneller Programmierer werden. Das ist vielleicht dann gar nicht die Zielstellung. Aber jemand, der das gerne werden möchte und das total gut findet, der muss dabei auch verstehen, dass er sich damit auch beschäftigen muss und dass es da sehr viele Quellen gibt. Ja. Hier war gerade noch die Frage, was wären gute Projekte, wo die Kinder sich reinbeißen können und selbst nach Lösungen suchen? Ein paar wurden da schon genannt. Mhm. Also ganz spannend zurzeit finde ich, dass einige Hardwarehersteller von solchen Robotern oder von solchen Systemen wirklich anfangen, sich so Projekte zu überlegen, wo sie vielleicht so eine kleine Vorgabe machen, und also dass man dann erstmal nachbaut und so weiter, und dann aber so Fragestellungen dazu packen. Wie kann ich das zum Beispiel verwandeln, dass das jetzt noch mehr hochheben kann? Oder dass es nicht nur Grüner kennt, sondern vielleicht auch noch andere Farben. Oder dass es auf einmal nicht nur dem Weg folgt, sondern auch, dass es auch abbiegen kann, wenn dort irgendeine Art Abzweigung ist oder sowas. Also die Komplexität in den Dingen erhöhen und wirklich Fragestellungen hinbekommen. Und ja, also wenn man das natürlich selber sich damit nicht, wenn man das selber jetzt nicht kennt oder sowas, ist das natürlich eine schwierige Aufgabe. Also im Team, in dem ich arbeite, ist das sozusagen mein Beruf, sich genau das zu überlegen. Und das ist nicht einfach. Also pädagogisch wertvoll, Kinder immer weiter zu begleiten und sie immer weiter zu fordern, ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ich denke aber, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass es dafür immer mehr Hilfestellung gibt, immer mehr Tutorials, es gibt immer mehr Angebote auf YouTube, die einen dazu einladen, das auszuprobieren. Auch diese Hour of Code, diese Webseite Hour of Code hat so viele kleine Puzzle, die auch Inspiration dazu geben, wie kann man denn irgendwas schwieriger machen? Oder man hat das vielleicht schon mal so Puzzle online gelöst, dann kann man das vielleicht adaptieren und das auch für einen kleinen Roboter versuchen zu machen, der nicht jetzt mit dieser Hour of Code zu tun hat und so. Also da muss auch so eine Transferleistung dann natürlich irgendwie stattfinden. Ist nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall gute Frage. Vielleicht auch cool selber mit reinbeißen. Also selber auch sich zur Aufgabe machen, es zu lösen. Weil wenn man es selber auch nicht kann, dann ist das Beste, was das Kind mitnehmen kann, zu sehen, wie man das als Erwachsener denn lösen würde. Oder auch nicht. Vielleicht scheitert man dann einfach zusammen. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also ich glaube, das, was für Kinder immer gut funktioniert und wo die sozusagen auch diesen Transfer von diesem theoretischen Programmieren in ihrer Lebenswelt kriegen, ist, sich sozusagen in was zu verbeißen, was tatsächlich in der Lebenswelt von Kindern eine Relevanz hat. Ne? Also jetzt haben wir gerade irgendwie 34 Grad draußen, also dass man irgendwie mit einem Calliope so Temperatur führt, also wann schmilzt mein Eis oder ab wann dürfen wir jetzt wirklich baden gehen oder ab wann gibt es ein Hitzefrei oder so. Also das Wichtige ist, glaube ich, immer, dass das für Kinder nochmal einen Transfer auch wieder in ihren Alltag hat. Dass es sozusagen nicht auf der Programmierebene bleibt, sondern dass die Fragestellung oder das Projekt, in das man sich reinbeißt, eine Relevanz in der Lebenswelt der Kinder hat. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war also schon ein gutes Schlusswort, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie uns die gerne per E-Mail schicken. Wir stellen auch eine Aufzeichnung dieses digitalen Elternabends online. Das wird ein paar Tage dauern, weil wir den untertiteln. Sie können sich aber jetzt auch gleich noch unsere Präsentation runterladen. Genau, die gibt es einfach so dazu, sag ich jetzt mal. Und ansonsten war es das, glaube ich. Vielen Dank, dass Sie trotz Hitze online waren und dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten auch ein bisschen was lernen. Und dann bis bald zum nächsten digitalen Elternabend, würde ich sagen. Tschüss.